Maniacs vs. die Küchenkicker. Ja, nächstes Spiel. Und zack. Gehen wir weiter hier. Küchenkicker, okay. Achso, hier sind ein paar Lebensmittel drin und Topf und sowas, okay. Englisch, Call Choi Chai. Ja, na dann. Wollen wir mal, ne? Das nächste Mashup. Und ich habe es jetzt erst begriffen, dass es zwei verschiedene Tracks sind. Von Zeus. Es gibt einmal Holy Ground und es gibt das, was wir, glaube ich, letztes Mal hatten. The Curse Crusade of Gods. Okay, das ist einmal Track 31 und einmal Track 32. Ja gut, dann nehmen wir aber beide, dann haben wir beide abgedeckt. Dann passt das auch schon. Ja. Dann wollen wir mal hier loslegen, ne? Ah, komm. Hauen wir direkt einen Schattenspeer raus. Warum nicht? So. Der macht nichts. Oh, meine Gesamtkraft ist wieder gesunken, ne? Und ich muss mich wohl meine Aussage korrigieren vom letzten Spiel, dass wir nur 3 Spiele oder so haben, dass wir Mittwoch fertig sind. Es sind nochmal 6 Spiele. Also, ja, das heißt, wir wären diese Woche noch nicht mal fertig. Das heißt, erst Montag. Ja, okay. Ich dachte, ich habe nur 3 gesehen, aber na gut. Dann war es das halt so. So. Tentakel, let's go. Du kriegst erstmal schöne schwarze Asche ab. Wer ist damit? Hier, bitteschön. Ja, okay. Gegen die brauchen wir uns, glaube ich, nicht großartig anstrengen. So. Hier, der ist drin. Wundervoll. So. So, keine Ahnung. Wir können langsam spielen. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall mehr als genug Zeit. Weil diese Mannschaft natürlich gerade sehr unterlegen ist. Weit unterlegen. Ich glaube, wir können mit ihm hier durchlatschen. Ja, guck mal. Easy. Dracul macht das hier schon. Er schießt und dann sollte es ausreichen. Ja, wenn er über 100 kommt, dann passt das, weil der ist nicht wirklich strong. Der gute Torhüter. Ich glaube, die hätten eigentlich hier so mal jetzt schon Stufe 30 oder so machen können. Wäre natürlich besser. Aber vielleicht kommt das ja noch. Meistens die ersten Spiele, die sind immer so noch im Lone-Bereich. Und dann auf einmal das nächste Spiel ist dann nochmal so 20 Level drüber. Ja. Lassen wir jetzt erstmal die erste Halbzeit abklinken hier in aller Ruhe. Genießen die Musik auf dem Hintergrund. Ne? Dann, ja. Ich finde aber die andere Version natürlich viel geiler. Die, Crusader-Version. Bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, ob es noch eine Version gibt. Ist auch ein schöner Track. Aber die andere, die fühle ich viel mehr. Nein, nicht ein Rennen, wer abseits. Brauch's jetzt nicht. Wir können sie so steuern. Ja, ich lasse einfach die Zeit ablaufen. Was soll ich hier noch Großartiges tun? Ist einfach so.
könnten noch Astroknaller reinklatschen. Vielleicht macht er ja noch irgendwas. Weil sie haut ja nicht wirklich viel Schaden raus. Ja, 130. Das machen schon Leute mit einem normalen Schuss. Vielleicht hält er sogar. Das könnte gut möglich sein. Oh ja, knapp. Aber immerhin. Ein Erfolgserlebnis für ihn. Abseits? Kein Abseits. Die erste Halbzeit ist gleich vorbei. Und die anderen beiden Tore machen wir auch noch. Sieht man das gleich nicht noch, von welcher Teamlevel die sind? Ja, ne? Ja, die 19. Okay, die 19. Ja, was soll ich da noch erwarten, ne? Ich hoffe, die dahinter, die sind wirklich, gehen schon auf die 30 oder so zu. Die sind ein bisschen Banners. Ja, ist halt wieder zurückgestuft. Ja, hierfür haben wir ja das Amateur-Ticket 2 verwendet. Dafür brauchen wir das ja. Damit wir diesen Strang jetzt fertig machen können. 117. Machst du irgendwas? Nope. Warum hast du kein Windrad? Dann hättest du safe gehalten. Aber naja. Wem lasse ich denn jetzt mein Tor schießen? Archer, wie wär's mit dir? Wie wär's denn mit dir, oder? Dann lasse ich den mal hier nach vorne laufen. Weil den Ball kriegen wir so oder so. Wir kommen ja easy durch. So. Archer, ja. Perfekt. Dann schießen wir auch mal rauf hier. Obwohl, der macht weniger. Der könnte erhalten. Ach, okay. Ja, ich hätte gedacht, der kommt auf die 100. Naja, gut. Ich hab's versucht. So, normaler Schuss. Wir brauchen nichts Großartiges hier tun. 117. Wenn er kein... Nein, wenn er keinen Windrand macht, dann wird er ihn auf jeden Fall nicht halten. Definitiv nicht. So, S-Rang haben wir jetzt auch schon. Easy peasy. Jetzt können wir die Zeit ablaufen lassen. Also, langweiliges Spiel. Das einzige Highlight ist die Musik. Ist einfach so. Lass mal einfach mal ausklinken hier. Na ja, komm, renn. Hinrennen. Können wir vielleicht analysieren, wofür ist Chai? Ist doch wahrscheinlich auch an Tai angelehnt. Oder ist es... Obwohl, Chai ist ja auch... Ja, Chai Latte oder sowas gibt es ja. Ein Gewürz? Hier soll ein Tintenfisch sein. Assam... Keine Ahnung. Potti soll den Topf darstellen. Was haben wir denn noch so? Kleine Omi. Ne? Ist halt Koch, fürs Kochen halt. Dann haben wir die Aubergine gesehen. Da vorne ist die Aubergine. Aber es gibt doch noch mehr Gemüse. Wir hätten doch da noch Lauch, Paprika, die Möhre, glaube ich, war das. Mit auch mit reinnehmen können. Die kleine Omi, die gerne kocht. Warum nicht? Das würde mehr Sinn ergeben. Ja, so ein themenbasiertes Team wäre aber auch interessant. Klar, man kriegt nicht komplett 11 Spiele, man muss halt mehrere Sachen verwenden. In dem Fall Gemüse, Elektronik oder sowas. Oder Lebensmittelelektronik wäre zum Beispiel ein Thema, wo man halt so Maschinen und alles, was so im Elektronikbereich rumläuft,
Da gibt es ja auch einige Spieler. Oder ich weiß nicht, ob noch Axe, Hammer und so und Nail und so. Wäre auch mal witzig. Können wir mal für Urknall oder so aufheben. Vielleicht habt ihr ein geiles Thema oder so. Vielleicht habt ihr ja schon ein geiles Team, was sowas in der Richtung geht. Und dass wir das für, ja, Go 3 Urknall dann nutzen können. Naja. Lass es mich wissen. Mist, wir haben verloren. Gewonnen, Sonnenschein für alle. So, kriegen wir noch was Geiles? Ja, immerhin eine Technik. Leider nur eine blaue Münze. Ah. Wie gesagt, ich brauche die anderen Münzen. Ist halt random. Das kann man leider nicht bestimmen. Man kann überall die gleichen Münzen bekommen. Halt, ne? Aber die violetten, die silbernen und die goldenen sind natürlich seltener als die roten und die blauen. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Spiel wieder. Also, bis dann.